Die auffällig bunt gefärbten Bienenfresser sind in unserer Gegend längst heimisch geworden. Sie breiten sich seit Anfang der 90er Jahre wieder in Deutschland aus. Damals gab es bereits den ersten, aber leider erfolglosen Brutversuch in der Uckermark. Inzwischen aber haben sie viele Gegenden erfolgreich besiedelt und oftmals weiß man gar nicht, dass es vielleicht in der Nachbarschaft schon eine Kolonie gibt. 2015 gab es starken Einflug im Norden, was zu einer Bestandszunahme und auch zu Neuansiedlungen geführt hatte. Sogar bei Greifswald brütete zu jener Zeit ein Paar erfolgreich. Und es war eben jenes Jahr mit für Bienenfresser besonders günstigen klimatischen Verhältnissen. Damals zog ein über dem Golf von Biskaya liegendes Hochdruckgebiet schon Ende Mai in nordöstliche Richtung und erreichte Anfang Juni bereits die Niederlande. Dann setzte eine Südströmung ein und brachte subtropische Luft nach Mitteleuropa, die hierzulande für Temperaturrekorde sorgte. Die allgemeine Klimaerwärmung begünstigt natürlich solche Entwicklungen. Und während lange Zeit die nördliche Verbreitungsgrenze mit der 21 Grad Juli-Isotherme übereinstimmte, so werden inzwischen Gebiete jenseits dieser Linie besiedelt und Einzelvorstöße sogar bis zu 17 Grad Juli-Isotherme wurden schon früher festgestellt. Ja, und wenn wir auf die besiedelten Lebensräume schauen, so fällt eines auf: Sie sind sonnenexponiert und trocken. Südhänge mit kontinentalen Trockenrasengesellschaften sind typische Bruthabitate, wobei die örtlichen Gegebenheiten darüber entscheiden, wie der Lebensraum konkret genutzt werden kann. Das soll heißen, dass Bienenfresser wie hier zum Beispiel sehr oft in Steilwänden brüten. Zu den Rackenvögeln gehören, sind sie ja typische Höhlenbrüter. Solche Steilwände können natürlich unterschiedlich hoch sein und auch ein bisschen unterschiedlich beschaffen. In diesem Fall hier ist es offenbar eine ältere Abbruchkante, so ungefähr zwischen 3 und 4 Meter hoch. Und die Kolonie verteilt sich hier auf einer Länge von ungefähr 100 Metern. Aber sie legen ihre Brutröhren nicht selten auch am mehr oder weniger flachen Boden an, wenn die Verhältnisse vor Ort es erfordern. Und das ist eben hier in dieser Kolonie der Fall. Solche Röhren sind gewiss besonders gefährdet. Sie können zertreten oder durch Raubfeinde schneller erreicht werden. Deshalb ist in solchen Kolonien eben besondere Vorsicht geboten, beziehungsweise sollte hier überhaupt Ruhe herrschen. Mitunter, wenn ausreichend Brutmöglichkeiten vorhanden sind, bilden Bienenfresser auch locker verknüpfte Ansiedlungen, sodass die einzelnen Paare entweder mehrere hundert Meter voneinander entfernt ihre Brutröhren haben können oder auch einzelne Paare entsprechend abseits der Hauptkolonie brüten. Letzteres ist mehrfach in der Uckermark beobachtet worden, wo es seit 2013 eine feste Kolonie gibt, die inzwischen längst nicht die einzige ist. Ein ausschlaggebendes Kriterium für die Ansiedlung von Bienenfressern ist neben den klimatischen Verhältnissen natürlich das Insektenangebot. Und ganz ungetreu dem Namen dieser Art müssen das keineswegs Hautflügler, also speziell Bienen sein, sondern es wird all das an größeren Insekten erbeutet, was gerade vorhanden ist. Und das können vor allem Großlibellen und Schmetterlinge sein, die hier scheinbar sogar den Hauptanteil stellen, während man vereinzelt auch Hummeln und Käfer erkennen kann. Und manchmal ist auch eine kleine Heuschrecke dabei. Und die Dolchwespe da vorne am Halm bewegt sich fast schon ein bisschen provokativ, so dicht vor der Brutröhre, so könnte man zumindest meinen. Als Schmetterlingsart ist, wie unschwer zu sehen, vor allem der Admiral vertreten. Und von den Libellen soweit bestimmbar, in erster Linie Mosaikjungfern. Und wie es aussieht, auch Smaragdlibellen. Und manchmal glaubte ich auch, die Königslibelle erkannt zu haben, aber das ist auf dieser Entfernung natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen. Es sind sämtlich Fluginsekten, die geschickt erbeutet werden. Das ließ sich aber jetzt hier für mich aufgrund der Schnelligkeit, mit der es abläuft, nicht festhalten.
Wer sich in der Nähe einer solchen Kolonie aufhält, hört immer wieder das typische Schnabelknappen, wenn ein Insekt im rasanten Flug erhascht wird. Die Vögel steuern dann zunächst in der Umgebung befindliche Sitzwarten, meist Büsche oder niedrige Bäume oder auch Zäune oder Pfähle, sofern vorhanden, an. Von dort wird zunächst die Umgebung beobachtet und nach möglichen Gefahren Ausschau gehalten, bevor dann die jeweilige Brutröhre angesteuert wird. Doch auch hier sitzen sie bisweilen vor dem Eingang und zögern, halten Ausschau, wobei die Aufmerksamkeit in diesem Fall gewiss dem Beobachter im Tarnversteck gilt, beziehungsweise eigentlich dem Tarnversteck als solches. Bisweilen wird auch nochmal durchgestartet, beziehungsweise der Landeanflug kurz vor der Brutröhre abgebrochen und zum neuen Versuch angesetzt. Manchmal sind es auch querende Wildtiere wie Hasen oder Rehe, die solche Reaktionen auslösen können. Neben den Bienenfressern beobachten wir mit etwas Glück auch den Wiedehopf, der sich hier nur kurz sehen lässt. Ansonsten auch den Neuntöter als typische Art der buschreichen Offenlandschaft. Auch die Grauammer ist in diesem Lebensraum nicht selten vertreten. Immature Stare versammeln sich hier, teilweise in kleinen Gruppen. Sie beginnen langsam ins Adultkleid zu wechseln. Vor allem im Brustbereich schimmern schon die glänzenden Federn hervor. Es ist sozusagen das typische Jugendkleid, das sich im Laufe des Sommers in mehreren Stadien zeigt. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Wirbellosen. In der blütenreichen Landschaft tummeln sich zwischen Jasionen, Kartäusernelken, Ährenblutweiderich und anderen viele Schmetterlinge, insbesondere verschiedene Bläulingsarten. Auffallend ist auch der Schachbrettfalter, der uns hier nur seine Flügelunterseite zeigt. Aber auch ganz kleine Arten findet das aufmerksame Auge, so zum Beispiel das schillernde Grünwidderchen. Oder als einen echten Vertreter der Nachtfalter den Ampfer-Purpurspanner. Bisweilen fallen die Gespinste der Dornfingerspinne auf, der einzigen relevanten Giftspinne in Deutschland, die sich erst im Laufe der letzten 20 Jahre in Brandenburg von Süden her ausbreitet und 2018 bereits in der Uckermark bei Biesenbroh nachgewiesen worden ist. Und damit sind wir auch schon am Schluss dieses kurzen Ausflugs in zwei unserer ostbrandenburgischen Bienenfresserkolonien angelangt und hoffen, dass auch in Zukunft das Insektenangebot so reichlich ausfallen wird, dass wir diese beeindruckenden Vögel in unserer Landschaft willkommen heißen können.